gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Das Kulturhaus Torgau lädt Sie ein zur Uldi-Nacht mit Gypsy und The Polars am 28. Oktober. Opera und Pasta mit dem Leipziger Sinfonieorchester und einem 3-Gänge-Menü findet am 5. November ab 19 Uhr statt. Stimmen Sie sich auf Weihnachten mit Swingin' Christmas am 3. Dezember ab 16 Uhr ein. Das neue Jahr begrüßt Sie am 1. Januar ab 16 Uhr mit der großen Johann Strauß Revue. Alle Veranstaltungen und Informationen finden Sie auch auf kulturhaus-torgau.de. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Freitag. Neues und Interessantes aus dem Elbe-Elsterland und der Niederlausitzer Heide. Hallo und herzlich willkommen zur Lausitzwelle Regionalzeit für das Elbe-Elsterland und die Niederlausitzer Heide. Im Landkreis Elbe-Elster geht man nun einen anderen Weg in Sachen Breitbandausbau für schnelles Internet. Denn dort wurde jetzt ein Kooperationsvertrag mit einem großen Internetanbieter geschlossen, welcher in den kommenden Jahren den gesamten Landkreis an das Glasfasernetz anschließen soll. Um den Breitbandausbau in der Elbe-Elster-Region weiter voranzutreiben, ging der Landkreis eine Kooperation mit dem Telekommunikationsunternehmen DNS-Net ein. In Finsterwalde wurde diese Kooperationsvereinbarung nun schriftlich besiegelt. Elbe-Elster ist für die DNS-Net auch, sagen wir mal, so ein bisschen das erste Mal, in dem wir ein Gespräch und eine Vereinbarung mit einem ganzen Landkreis führen. Und wir sprechen hier über knapp 100.000, etwas mehr als 100.000 Einwohner, für die wir das komplett planen. Es gab eine Vorbesprechung, es gab Gespräche auch mit den Kommunen, mit den beteiligten Kommunen in unserem Landkreis, mit den betroffenen Kommunen. Ich bin sehr dankbar, dass die Kreisarbeitsgemeinschaft diesem Vorschlag des Landkreises folgt. Wir haben auch die Beschlussfassung in den entsprechenden Gremien, sprich im Kreisausschuss und Kreistag, herbeigeführt. Wir haben hier in Deutschland auch in Elbe-Elster noch unsere Schwierigkeiten, aber mit dem Partner DNS-Net, denke ich, werden wir etwas mehr Geschwindigkeit aufnehmen. Und das ist sehr wichtig als Signal für die schulischen Einrichtungen, für die Privathaushalte, aber auch für die Wirtschaft in den Gewerbegebieten. Dort, wo es in der Vergangenheit nicht möglich war, jetzt in einem entsprechenden Zeitraum einen Anschluss bereitzustellen. Ziel ist es, in den kommenden Jahren den gesamten Landkreis möglichst flächendeckend an das Glasfasernetz anzuschließen, um damit überall Höchstgeschwindigkeiten in Sachen Internet zu ermöglichen. Der Ausbau erfolgt dabei eigenwirtschaftlich durch das Unternehmen. Im Augenblick ist es so, dass wir eine ganze Reihe von Haushalten sofort angehen können gemeinsam. Und wir hängen sicherlich davon ab, wie die Resonanz in den einzelnen Orten ist. Also je höher der Zuspruch ist und je besser die Zusammenarbeit mit den örtlichen Verwaltungen, desto schneller können wir auch sein. Erste Gespräche mit verschiedenen Kommunen laufen bereits. Zeitnah soll noch ein symbolischer erster Spatenstich erfolgen. Der Landkreis Elbe-Elster ist ja von der Fläche her doppelt so groß wie Berlin. Und ich sage mal, wer Berlin abschließen kann, der muss erstmal den Landkreis Elbe-Elster abschließen. Okay, da haben wir gute Voraussetzungen. Die Challenge, und wir geben uns ja heute Challenges. Man kann ja üben und dann das Erfolgsmodell verkaufen. Die Challenge geben uns auf jeden Fall. Das Ziel am Ende des Tages soll sein, dass alle Gemeinden in irgendeiner Art und Weise zufrieden sind, alle Bürger zufrieden sind. Ja, davon gehen wir aus, sonst würden wir auch so einen Schritt heute nicht wagen. Das neu aufgestellte Freizeitzentrum FZZ in der Geschwister-Scholl-Straße in Finsterwalde hinterlässt zunehmend positive Spuren. Bereits Mitte September tagte nun der Sozialausschuss der Stadt im FZZ. Bei einem Rundgang der Kommunalpolitiker überzeugte auch die neue Konzeption des Hauses einschließlich der 4 Mitarbeiter. Jugendkoordinatorin Antje Schulz-Schollbach ist für den administrativen und organisatorischen Part im Haus zuständig.
Doreen Wilhelm und Sebastian Töpfer kümmern sich um die Bereiche Jugendsozialarbeit und Streetwork. Komplettiert wird das Angebot vom Medienpädagogen Michael Ruhig, welcher Sportangebote und zahlreiche weitere Projekte begleitet. Schritt für Schritt soll das FZZ nun in den kommenden Monaten eine umfassende Renovierung erhalten und so auch optisch spürbar neu werden, heißt es aus der Stadtverwaltung. 3 Tage lang stand in Bad Liebenwerda alles im Zeichen des Kaspers und seiner europäischen Verwandtschaft Pulcinella, Pulcinell und Punsch. Mit einem großen internationalen Symposium im Bürgerhaus der Kurstadt wurde die Anerkennung des Puppenspiels als europäisches Kulturerbe zelebriert. Gemeinsam mit Gästen aus England und Italien tauchten die Besucher und Gäste in die Geschichte des Puppenspiels, dessen Wiege einst in der Region um Bad Liebenwerda stand. Im Rahmen des sogenannten Kaspergipfels konnten dann auch die Vorstellungen im Kloster Marienstern und der Alten Meisterei in Mühlberg sowie im historischen Gasthof Drei Linden in Gröbeln das Publikum begeistern. Die Feuerwehr musste am Sonntagvormittag in Schönwalde im Elbe-Elster-Kreis zu einem Löscheinsatz ausrücken. In der Pestalozzi-Straße standen 4 Mülltonnen in Brand. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Am frühen Sonntagmorgen verursachte ein 28-jähriger Autofahrer in der Sonnewalder Straße in Finsterwalde einen heftigen Verkehrsunfall. Er war betrunken, verlor die Kontrolle und fuhr gegen einen parkenden VW. Er verließ die Unfallstelle, konnte jedoch durch Mithilfe von Zeugen unmittelbar danach gestoppt werden. Insgesamt geht die Polizei von 15.000 Euro Schaden aus. Die Gemeinde Gröden versteigert 3 gut erhaltene Hobelbänke aus dem Bestand des Werkraumes der örtlichen Schule. Die Hobelbänke haben die Maße 1,30 m x 1,30 m x 80 cm. Gebote können mit Name, Adresse und Telefonnummer in einem verschlossenen Umschlag und dem Kennwort Gebot Hobelbank bis zum 27. Oktober in den Briefkasten der Amtsverwaltung in Gröden eingeworfen werden. Das Mindestgebot beträgt 200 Euro. Darüber hinaus werden ebenfalls aus dem Bestand des alten Werkraumes 10 Schraubstöcke für je 30 Euro zum Verkauf angeboten. Diesbezüglich können sich Interessenten an Herrn René Bischoff unter der Telefonnummer 0151 114 492 31 wenden. Am 16. Oktober lädt der Singkreis Lausitz nach der langen Corona-bedingten Pause wieder zu einem Herbstkonzert ein. Stattfinden wird es in der Evangelischen Kirche in Plessa. Unter der bewährten künstlerischen Leitung von Karin Schadock können Interessierte ein buntes und vielfältiges Programm mit Liedern verschiedener Epochen und Stilrichtungen erleben. Los geht es um 16 Uhr, der Eintritt ist frei. Zur Deckung der Unkosten wird aber um eine Kollekte gebeten. Im Weißgerber-Museum in Doberlug-Kirchhain kann man derzeit die Schönheit des Naturparkes Niederlausitzer Heidelandschaft in seiner ganzen Vielfalt bewundern. Eine Auswahl der schönsten Fotos aus den Fotowettbewerben des Naturparkes in den vergangenen Jahren wird damit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zu sehen ist die Sonderausstellung bis Ende Dezember. An der Kreuzung der Bundesstraßen 101 und 183 bei Bad Liebenwerda kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall. Ein VW war hier auf einen LKW aufgefahren. Der Autofahrer musste durch Rettungskräfte zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der LKW-Fahrer erlitt leichtere Blessuren. Der Sachschaden hier beträgt rund 4.000 Euro. Die Naturzentrale Bautzen bittet Bürger um mehr Nachsicht beim Entsorgen von Grünschnitt und Gartenabfällen. Laut sächsischem Waldgesetz begehe jeder Bürger, welcher seine Pflanzenabfälle in den Wald wirft, eine Ordnungswidrigkeit. Pflanzenreste seien auf dem eigenen Grundstück zu kompostieren, heißt es in der Meldung der Naturzentrale Bautzen weiter. Gartenabfälle verändern die Nährstoffzusammensetzung im Waldboden. Ein Anzeichen dafür ist, dass innerhalb kürzester Zeit nach Ablage des Grünguts an dieser Stelle Brennnesseln wachsen. Sie sind ein Indikator für eine massive Nährstoffanreicherung im Boden. Ein weiteres Problem ist, dass durch diese Abfälle Nitrat in den Waldboden und schließlich auch in unser Trinkwasser gelangt, wodurch sich die Wasserqualität verschlechtert. Deshalb ist Gartenabfall und Grünschnitt an den dafür vorgesehenen Grüngutsammelplatz zu bringen. Eine entsprechende Übersicht ist auf der Internetseite des Landkreises Bautzen und im Abfallkalender zu finden. Der Landkreis Elbe-Elster setzt den Ausbau und die Modernisierung seiner Rettungswachen fort. In Burgsdorf nahe Mühlberg wurde nun der Grundstein für einen Neubau gelegt. Mehr dazu jetzt in unserer Rubrik Landkreis aktuell. Musik
In der Dorpstraße in Burgsdorp konnte der Grundstein für eine neue Rettungswache des Landkreises Elbe-Elster gelegt werden. Bis Ende September 2023 soll hier eine moderne Rettungswache entstehen, die den organisatorischen Ablauf des Rettungsdienstes optimiert und die Arbeitsbedingungen des Rettungsdienstpersonals nach den Vorgaben des Arbeitsschutzes realisiert. Nach der Fertigstellung ersetzt die Wache die Rettungswache Weinberge in Mühlberg. Veranschlagt ist der Neubau derzeit mit 1,35 Millionen Euro Kosten. Sie ist der insgesamt 9. Neubau seit 2010. Die Rettungswache in Burgsdorf wird ganzjährig 24 Stunden täglich besetzt sein. Zwei Rettungsdienstmitarbeiter, davon ein Rettungssanitäter, ein Rettungsassistent bzw. Notfallsanitäter sowie ein Notfallsanitäter Azubi werden dort 7 Tage die Woche in wechselnden Schichten das Einsatzfahrzeug besetzen. Am 14. Oktober lädt das Museum Mühlberg 1547 um 18 Uhr zu einem besonderen Reisebericht ein. Mario Neumann aus Reichenhain erzählt mit Geschichten und Bildern von seinen Erfahrungen in Kanada und warum er vor wenigen Jahren wieder zurückkehrte. Der heutige Dozent an der Kreisvolkshochschule des Landkreises lebte und arbeitete von 1997 bis 2017 erst bei Indianern und danach in der kanadischen Provinzhauptstadt Regina. Was ihn in 20 Jahren Kanada beschäftigte und prägte, welche Menschen und Mythen ihm begegneten und nicht mehr losließen und welche Bedeutung das eigene Zuhause besitzt, berichtet er mit Geschichten und Bildern aus einer fernen und fesselnden Welt. Um Voranmeldungen unter Telefon 035 342 837 002 oder per Mail an museum-mühlberg1547@lkee.de wird gebeten. Die Kreisvolkshochschule Elbe-Elster startet im Oktober mit 2 interessanten Kursen. Wellness für den Körper und Seele sowie Klöppeln, eine Handarbeit, die aus dem Erzgebirge kommt. Das Kursangebot Wellness für Körper und Seele, eine Auszeit für mich, startet am 11. Oktober. Unter der Leitung von Gudrun Kuhl wird Teilnehmern gezeigt, wie sie die Übungen auch zu Hause umsetzen können. Sie lernen dabei den Spaziergang der Sinne kennen und gönnen sich dabei kulinarische Köstlichkeiten. Der Kurs Klöppeln, eine alte Handarbeit, beginnt am 24. Oktober. Die Technik ist für jedermann gut zu erlernen. Teilnehmern werden die einzelnen Handgriffe vermittelt. Danach sind sie in der Lage, einfache Muster selbstständig zu bearbeiten. Der Kurs wird für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten. Anmeldungen und weitere Infos gibt es in der Regionalstelle Herzberg der Kreisvolkshochschule unter Telefon 03535 46 53 01 oder per Mail an powers.hz@lkee.de. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. I can't. Whatever the day throws at you, all new Yaris Cross. Hello, hybrid happiness. Hold her tight. So happy together. Nichts ist unmöglich. Toyota. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Und das war sie auch schon, unsere Regionalzeit am Freitag für das Elbe-Elsterland und die Niederlausitzer Heide. Die nächste Sendung folgt dann in einer Woche zur gleichen Zeit. Bis dahin haben Sie ein schönes Wochenende in der Lausitz und bleiben Sie gesund. Tschüss. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.